Wir sind im Grunde jetzt schon dann weiter als beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren wir ja schon auf der Hälfte von der Zeit und waren ja gerade mal bei Stufe 3 dann. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Crust, meine lieben Freunde. Wir sind wieder auf der Kruste des Mondes. Und wir haben die Aufgabe, den Laser zu bauen. Den riesen Laser, er ist wieder da. Und wir haben schon die ersten beiden Stufen abgeschlossen. Und jetzt kommt die nächste Stufe. Die nächste Stufe hat es in sich. Die nächste Stufe erfordert, dass wir zur Kanone 850 Komponenten liefern, 128 Mikroschaltungen und 1125 Kohlenfasern. Das ist aber kein Problem, das haben wir eigentlich alles. Wir haben aktuell eingelagert 1024 Komponenten, mit den 129 sind es auf jeden Fall mehr als die 800, die wir brauchen. Bei Kohlefasern, ja, da sieht es ein bisschen noch am engsten aus von allem. Das läuft nämlich hier so langsam ein bisschen leer, da kam jetzt gerade nicht mehr so viel, weil hier jetzt die Anlagen hier, die haben nicht so viel Biomasse bekommen. Haben wir da zufällig eingestellt, dass die Drohnen das mit Biomasse beliefern können? Nein, haben wir nicht. Das machen wir jetzt einfach mal an. Weil dann können die das nämlich hier aus den Schränken nehmen. Das ist eigentlich für die Nahrungsproduktion vorgesehen. Aber damit es jetzt schnell geht, würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal, dass die Drohnen das da auch hinschaffen können. Dann können diese Anlagen nämlich trotzdem noch weiterlaufen. Und dann haben wir da jetzt keinen kurzfristigen Engpass. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns The Crust reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das kommentiere ich Videos nicht nur zur Crust, sondern auch zu anderen Projekten, Let's Plays. Und beim nächsten Mal kommen die Rahmen dran bei der nächsten Stufe. Wir haben die Rahmen jetzt nochmal neu eingelagert, einlagern lassen, also nochmal ein Lager dazugestellt. Und wir sind jetzt bei 1000 ungefähr. Not enough module to run the module. Energy to run the module. Egal, das haben wir ab und zu noch so ein paar kleinere Energieengpässe. Ich hatte jetzt hier gerade nochmal ein paar RTGs hingestellt, damit das weniger häufig passiert. Genau. Also wir haben als nächstes die Rahmen. Sind es hier... Was ist denn hier los eigentlich? Ah, da kommt nicht genug Silizium rein. Was ist da los? Wie kann das sein? Wir müssen ein bisschen schauen wegen der Schlacke, glaube ich. Und wegen der Mischung von unserem... Regolith, was vom Mond kommt. Weil wir haben jetzt so langsam hier, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo unsere Minatoren... Aber wobei, hier sieht es immer noch gut aus eigentlich bei der Zusammensetzung. Hier sieht es auch eigentlich immer noch gut aus. Also ich muss sagen, es sieht eigentlich immer noch gut aus bei der Regolith-Zusammensetzung. Wir müssen aber ein bisschen das auf dem Zettel behalten, weil ihr seht es vielleicht, da entstehen so Löcher bei den Anzeigen hier von den Ärzten. Diese Minatoren, die entfernen direkt das, was da ist. Also das heißt... Auch die Ressourcen an der Oberfläche sind anscheinend, im Gegensatz zu dem, was ich gedacht hatte, nicht unendlich, sondern die sind endlich. Das heißt, es ist anscheinend tatsächlich möglich, langfristig, wenn man das Spiel lange genug laufen lässt, den ganzen Mond komplett, ja, von seinen Ressourcen zu befreien, sage ich mal, ja. Das ist schon ganz schön krass, wenn man sich das mal vorstellt, ja, aber so ist das eben. Deswegen müssen wir ja auch den Scanner immer regelmäßig mal woanders hinfahren lassen und scannen, damit wir günstige Positionen für unsere... Minatoren finden, wo wir dann letztendlich dann neue Ressourcen erschließen können. Ich meine, es dauert eine Weile, bis die da wirklich nichts mehr haben an den Stellen, wo sie minern, ne? Aber irgendwann ist halt Ende mit Farmen im Mondgelände, ja, da ist es halt so. Müssen wir auf dem Zettel behalten, sonst kommt irgendwann nichts mehr rein. Beim Silizium haben wir jetzt schon hier auch einen gewissen Engpass. Ich meine, man könnte jetzt hier natürlich nochmal schauen, ob man hier nochmal die Verarbeitungskapazität noch ein bisschen steigern kann. Wobei, die ist eigentlich auch ziemlich hoch jetzt mittlerweile schon. Also, ja, also da wüsste ich jetzt auch nicht genau, warum und wieso, weshalb. Hier wird ja auch Regolith komplett hier reingeführt. Stimmt, das hatten wir hier nicht abgesplittert nochmal, das Band. Das wäre vielleicht noch eine Idee, was man machen könnte. Hier wird schon gesplittert. Hier wird nämlich noch nicht gesplittert, genau. Hier könnte man noch eine Raffinerie dran machen noch. Die kriegen ja hier genug, oder? Ja, die kriegen... Ja, gerade so. Gerade so genug. Können wir den Splitter hier schneller machen eigentlich nochmal? Oder ist der schon auf Maximum? Der ist schon auf Maximum. Ist alles schon auf Maximum hier. Das Band hier ist auch schnell genug. Müsste eigentlich so sein. Sollte eigentlich alles schnell genug sein. Es ist an einem bestimmten Punkt einfach schwierig... das noch schneller zu machen, als es ohnehin schon ist. Müssen wir mal schauen. Also, ihr merkt schon, der Flow ist hier richtig am Start. Cargo Unload, das ist Regolith, das wollen wir nicht unloaden.
So, der wartet immer noch hier mit seinem Dings. Da müsste aber gleich der LKW hier, genau, der ist auf dem Weg. Machen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher, dass wir da mal schneller vorankommen jetzt. Genau. Ich meine, man könnte jetzt, um das zu beschleunigen mit diesen Laserkanonenaufträgen, zwei Rover dafür nutzen. Einer, der immer wartet und einer, der losfährt. Und dann, wenn der andere das geliefert hat, startet man mit dem, der noch hier ist in der Basis, den nächsten Auftrag schon, damit der sich dann hier schon vollladen kann, während der andere zurückfährt. Gut, aber ich glaube, die letztendlich wird wahrscheinlich Erfolg und Misserfolg dieser Aufgabe nicht davon abhängen, wie schnell die Rover hin und her fahren, würde ich mal schätzen. Weil am Ende des Tages Erfolg und Misserfolg wird eher davon abhängen, ob wir schnell genug die Sachen produzieren können. Und da könnte es diesmal ganz gut aussehen, tatsächlich. Also ich bin diesmal deutlich zuversichtlicher als beim letzten Mal. Gut, ich weiß jetzt natürlich auch, was auf mich zukommt, aber ja. Wir haben beim letzten Mal es ja auch eigentlich ganz gut schon hinbekommen. Dafür, dass ich gar nicht wusste, was da gefragt würde, haben wir das ja gar nicht so schlecht hinbekommen eigentlich. Also da bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie das lief. Und hier haben wir ja auch genug jetzt schon. Ist jetzt hier auch mal wieder ein bisschen mehr rein. Hier, guck mal, jetzt haben wir den Behälter mit Kohlefasern voll gemacht. Und der ist auch jetzt schon. Guck mal, da haben wir jetzt auch schon eigentlich die Menge, die gebraucht wird. Also das sieht eigentlich sehr gut aus, muss ich sagen. Bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und die Drohnen liefern hier jetzt auch Biomasse hin und so. Damit können hier die Dinger auch noch besser laufen. Können wir das hier eigentlich noch upgraden? Das können wir auch noch upgraden. Steigt da eigentlich, warte mal. Steigt da eigentlich der Wasserverbrauch, wenn man die Dinger jetzt noch upgradet? Warte mal. Nein! Guck mal, der Wasserverbrauch und der Stromverbrauch, die steigen nicht. Das ist wie bei den Schmelzen auch. Man kann auch den Input, der bleibt gleich, aber der Output wird halt erhöht. Das ist natürlich geil. Warte mal, wir haben ja gerade Geld. Dann lass das hier mal gleich auch noch machen, bei dem zweiten. Ne? Weil das, also der Punkt ist jetzt halt, wir haben ja hier nicht genug Biomasse. Und damit wir jetzt vielleicht nicht die ganze Biomasse von hier brauchen, die ja für die Nahrungsproduktion auch irgendwo gebraucht wird, können wir ja hier gleich die Produktion noch ein bisschen steigern. Was ist los? Oh, 1000 Star. Ja, das können wir machen. Ne, ist auf dem Mond. Können wir nicht machen. Das machen wir nicht, weil dann blockiert mir das wieder mein Expeditionszentrum. Ja, ich weiß, ich kann ein zweites bauen, mache ich jetzt aber nicht, weil ich möchte mich jetzt voll eigentlich auf den Auftrag konzentrieren. Wenn wir Stahl verschicken, dann auf jeden Fall nur in Form von, also entweder so in der Form, halt nicht auf, also nicht auf dem Mond, wie gesagt, irgendwie auf Erdauftrag, das können wir eigentlich gerne mal machen hier. Oder halt anders, aber nicht auf dem Mond. Hasebusche. So, hier, so. Und dann nimmst du die mittlere, genau, und sendest den mal, genau. Habe ich jetzt den Stahl mitgesendet? Ja, habe ich gemacht, okay. Gut, kann er nämlich gleich erledigen. Gleich mal noch einen annehmen, gleich mal noch einen annehmen. Wir brauchen Geld wieder, wir brauchen Geld, wenn wir hier Sachen upgraden müssen. Haben wir eigentlich mal wieder genug Treibstoff für einen Treibstoffauftrag? Ja, haben wir. Sende den treibenden Stoff von einer Landeplattform mit einer mittleren Kapsel. Sehr gut. Können Sie gleich beides machen, genau, hervorragend. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Upgrade für die Treibstoffraffinerie aus? Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir da was machen können. Da müssen wir auch ein bisschen Geduld haben noch. Da fehlt uns jetzt die blaue Forschung, aber die kommt eigentlich recht schnell rein. Not enough power to run the module. Ah ja, das ist immer dann, wenn mal kurz ein Ausfall auch ist, beziehungsweise wenn zu viel drin ist, dann passiert auch manchmal die Meldung, nicht genug Energie, aber Energie ist genug da, wie gesagt, wir sind im Plus, permanent. Das ist dann eher ein Problem, dass da wieder auch eine Anzeige nicht da ist, die eigentlich da sein müsste, nämlich Lager ist voll. Also, ne, es kann nicht weiter produzieren. Oder es ist, schwitzt halt um in dem Moment, wo wieder frei ist. Und dann wird angezeigt, dass kein Strom da ist. Aber eigentlich ist Strom da. Das ist auch noch so ein Fehler. Das soll eigentlich so nicht sein, weil wir haben ja auch keine. Wir haben ja keinen Stromengpass hier irgendwo. Hoffentlich gibt es einen ordentlichen Rabatt, wenn das Spiel bei Epic erscheint. Soll das bei Epic erscheinen? Ja, weiß ich gar nicht, tatsächlich. Habe ich gar nicht auf dem Zettel jetzt. Genau. Kann sein, weiß ich nicht. Rabatt? Ja, vielleicht. So, wie sieht es denn hier unten jetzt aus? Wir haben jetzt hier vollgelaufenes Silizium. Wir müssen mal Silizium exportieren über einen Auftrag, idealerweise. Das wäre auch mal eine schöne Sache, wenn hier irgendwo mal ein Silizium-Auftrag reinkommt. Weil ich glaube, für die nächste Stufe brauchen wir ja schon keinen Silizium. Hier, das sieht doch gut aus. Das mache ich jetzt mal auch über die Plattform. Auch wenn das jetzt vielleicht den ein oder anderen würde jetzt sagen, was?
Warum machst du das über die Plattform? Weil. Oder anders gesagt, wir machen das mit dem Beton über die Plattform. Genau. Quatsch, nicht Beton. Ich bin ja, du bist auch so Betonkopf. Nee, das machen wir hier mit dem Stahl, meine ich. Machen wir das über die Plattform, weil da ist, glaube ich, nicht genug eingelagert in dem anderen Ding. Das sollen sie mal unten aus den Lagern einfach mal rausholen. Und das Silizium, da ist, glaube ich, so oder so genug. Das können wir über das Flugkontrollzentrum einfach machen. Auch mit einer großen, genau. So. Und dann machen wir nämlich hier mal schnell das aus, dass die das liefern, genau. Guck mal, da ist definitiv genug drin. Das kriegen sie hin, das ist super feini, genau. Research complete, jawohl. Upgrades für einzelne Raffinerien, die wir ja gar nicht mehr benutzen eigentlich, ne? Ist auch eigentlich Verschwendung. Haben wir bei Sozial noch irgendwas, was noch erforscht werden kann? Ah ja, hier die Virtual Reality Geschichte und das Eisextraktor Upgrade 3. Ja gut, Eis haben wir ja jetzt gerade nicht so einen Mangel. Aber immerhin, da können wir noch ein bisschen was machen. Hier ist auch noch die Pilzfarm. Stimmt, die habe ich immer noch nicht erforscht. Obwohl ich die eigentlich nutzen wollte. Egal. So ist es eben. Das liegt daran, dass deine Batterien zu wenig Output haben. Wenn es Nacht wird, kannst du oben beim Strom ablesen. Ich habe ja nur eine Batterie. Ich habe ja nur eine. Ich brauche ja... Guck mal. Pass auf, der Punkt ist... Guck dir mal meine RTGs an. Die produzieren permanent Energie. Ob es Tag ist, ob es Nacht ist, immer eine konstante Menge. Die produzieren so viel, dass ich damit im Plus bin. Ich habe eine Batterie. Eine einzige, die eigentlich nichts zu tun hat. Weil da aus der Batterie eigentlich gar nichts abgegriffen wird. Genauer gesagt, kann ich die eigentlich auch abschalten. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Also ja, hier steht jetzt zwar Entladung, aber ist egal. Weil die RTGs decken das ja ab. Genau. Ich glaube, vielleicht ist es auch besser, wenn ich die einfach aus. Vielleicht führt die auch tatsächlich dazu, dass da Fehlimpulse gesendet werden, wenn manchmal vielleicht auf die Batterie zugegriffen wird übers Netz. Nee, ist nicht die Batterie, die ist nicht schuld. Das sind einfach Fehlmeldungen. Das kann nämlich gar nicht sein, dass wir nicht genug Strom haben. Das kann nicht sein. Das ist physikalisch nicht möglich. Wir haben eine absolut 100%ige Kostendeckung und liegen sogar drüber. Sonst hätten wir hier keine positive Zahl ohne aktive Batterien, ja. Genau, muss man dazu immer sagen auch. So, der Treibstoffauftrag wird da gerade noch erledigt, wie es aussieht. Ich kann nur so wiedergeben, wie es vom Spiel gedacht ist. Ja, nee, aber das ergibt auch so keinen Sinn. Also egal, wie man es dreht oder wendet. Das ist, weil wir RTGs haben, kann man das ausschließen eigentlich. Wir haben ja keine wirklichen Batterien in der Benutzung. Genau, so, der Auftrag ist jetzt durch. Wir haben jetzt zwei. Ist durch, sehr gut. 58.000, ich hab's dafür. Das war ganz schön armselig eigentlich. Achso, das war der Treibstoffauftrag, ja, okay. Gut, das, ja, aber wieder 267.000, hervorragend. Und jetzt ist jetzt der Auftrag hier schon am Laufen. Ja, der ist am Laufen und da müsste auch gleich der in 5 Komponenten müsste auch gleich der LKW losfahren. Sind die am Start, die Komponenten? Achso, die machen erstmal. Ja, die Drohnen machen erstmal den Auftrag. Das ist jetzt natürlich. Da bremse ich jetzt natürlich die Abwicklung des Mondlasers wieder aus, wenn ich da Aufträge machen lasse. Vielleicht sollte ich da die Prio hochsetzen. In dem Gebäude ja, dass die das immer zuerst machen. Wäre vielleicht schlau, damit wir da jetzt nicht unnötig warten müssen. Auch wenn die Aufträge natürlich fürs Geld wichtig sind, aber dass der Mondlaser zügig abgewickelt wird, ist, glaube ich, nochmal eine Idee wichtiger tatsächlich. Aber irgendwie macht es trotzdem keine Bo. Ah, jetzt. Da kommt eine. Und jawohl, jetzt fährt er los. Er fährt wieder zum Laser, meine lieben Freunde. Er fährt zum Laser, der Rover. Wir müssen dafür sorgen, dass der Laser fertig wird. Der Laser. Der Laser ist jetzt bei Stufe 3 gleich, weil wir jetzt gleich Stufe 2 abschließen. Also wir haben jetzt gerade schon das Material für Stufe 2 komplett drin. Hier die 800, das hier alles, was hier drin ist, genau. Das ist alles am Start. Wir sind im Grunde jetzt schon dann weiter als beim letzten Mal, glaube ich. Weil beim letzten Mal waren wir ja schon auf der Hälfte von der Zeit. Und waren ja gerade mal bei Stufe 3 dann. Und Stufe 3 war ja dann praktisch unmöglich, weil das ja dann schon so viel war, dass wir das gar nicht absolviert gekriegt haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie viele Rahmen haben wir denn jetzt mittlerweile schon. Einen Behälter, anderthalb Behälter Rahmen, okay.
Das ist natürlich so eine Sache. Lohnt es sich da noch eine Anlage dazu zu packen? Ja, das Problem ist, da brauchen wir Titanplatten. Wie sieht es denn da beim Titan jetzt eigentlich aus? Ja, wobei es staut sich jetzt auch. Also man könnte jetzt überlegen, ob man vielleicht da jetzt den Output erhöht nochmal. Also, ja, oder, wobei, wir können es auch eigentlich erstmal lassen so. Kann sein, dass ab und zu da auch mal Kolonisten hinlaufen, die das vielleicht auch boosten, deswegen. Und zur Not, wir können auch einfach Geld verdienen noch und dann einfach die Rahmen auch einkaufen. Das wäre vielleicht auch keine verkehrte Idee, nicht wahr? Da müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aluminium, genau. Lass mal gucken, ob wir hier mal wieder irgendwie was exportieren können gegen Geld, nicht wahr? Die Teile brauchen wir ja auch noch, glaube ich. Also sollten wir die vielleicht auch nicht weghandeln. Wobei es teilweise schon echt attraktiv ist, ne? Zumal wir von denen auch echt viele haben schon. Ach, blaue Forschung. Wir brauchen auch keine blaue Forschung. Das ist halt das Ding. Wir müssen mal von der Forschung jetzt mal wegkommen auch. Von diesem ganzen teuren. Das müssen, dürfen wir nicht machen. Das ist gut hier. Das können wir mal machen. Das können wir mal sowas von machen. Weil das bringt richtig Kohlen. Mit einer Standard-Frachtkapsel ist die Marge auch schön hoch. Ist die Forschung jetzt durch? Naja, so halbwegs. Also es sind jetzt eigentlich keine interessanten Forschungsaufträge mehr so wirklich drin, die uns jetzt bei der konkreten Sache, die wir da jetzt machen, wirklich was nützen halt. Das ist halt so das Thema. Also wir brauchen im Grunde eigentlich die Forschung jetzt nicht mehr so dringend. Insofern können wir sie auch langsam mal auslaufen lassen eigentlich. Weil, also, ja klar, hier sind jetzt noch Sachen für die Kolonisten. Hier die Mondleiste da oder der Computertisch. Fernseher an der Wand und sowas. Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Was ist passiert? Auftrag schon wieder ab. Ist schon wieder abgeschlossen. 287.000. Das war sehr gut. Das war ganz ausgezeichnet. Genau. Nee, wichtiger ist jetzt eigentlich, dass wir uns wirklich auf diesen, auf die Mission kondensieren jetzt. Können wir hier nochmal ein Upgrade machen? 150.000. Ja, machen wir. Genau. Weil wenn, je schneller wir Chips produzieren, desto mehr können wir dann auch wieder exportieren, wenn wir die dann wieder nicht für den Mondauftrag brauchen. Insofern kann man mal hier eine Produktion von 162% in Kauf nehmen. Und Silizium und seltene Erden haben wir ja wahnsinnig viel eigentlich. Also, das muss man ja mal wirklich sagen, ja. Wenn wir eine Sache zu viel haben, dann ist es Silizium und seltene Erden. So, ich gebe jetzt hier mal bei den unterirdischen Drohnen nochmal den Auftrag, dass sie sich hier mal noch ein bisschen mehr in die Pampa reinbuddeln können. Und hier, wie gesagt, würde ich mir wünschen, dass mein Pinsel mal ein bisschen größer ist. Aber Spielbär, das ist doch ein bekanntes Problem, dass der Pinsel, der eigene, immer ein bisschen zu klein wirkt. Ja, was soll man denn machen? So ist es eben. Man muss mit dem Pinsel leben, der einem gegeben wurde. Man kann sich nicht den Pinsel machen, den man gerne hätte. Man kann nicht einfach den Pinsel aufpumpen mit Hilfsmitteln, das geht leider nicht. So ist es eben. Spielbär ist mit seinem Pinsel unzufrieden. So ist das halt. Wenn man wenigstens noch einen Vierer-Pinsel reingemacht hätte, dass man auch auf Stufe 4 gehen kann beim Pinsel. Aber nee, beim Pinsel haben sie gegeizt. Zur Forschung. So, warte, ich reihe jetzt hier einfach die Sachen ein, die hier noch nicht bei 3 auf dem Baum sind. Was ist das eigentlich? Helium-3-Lager. Ja, das ist eh noch eh hinfällig. Mach mal hier das noch jetzt. Einfach die ganze Karte zum Abbauen markieren. Ja, weißt du, wie lange das dauert mit dem Pinsel? Weißt du, wie lange das dauert? Da sitze ich morgen früh noch hier mit Pinseln. Da kann ich mir einen Wolf pinseln. Bis mir die Borsten aus dem Pinsel fliegen, kann ich da pinseln, ja? Pilz. Ach, Pilz, Pilz, Pilz. Pilz gibt's im Biergarten. Aber nicht hier. Machen keinen Pilz jetzt. Dann hast du aber fertig gepinselt. Ja, dann habe ich fertig gepinselt, dann habe ich auch sonst nichts gemacht. Hervorragend. Pinsel mir dies, pinsel mir das. So ist das halt. Pinsel mir noch den Bauch. So ist das. Mann, Mann, Mann. Das hört nicht auf hier. Es ist unfassbar. Was hier alles passiert. Was hier alles passiert. Wir haben zu viel Beton, fällt mir mal gerade so auf. Vielleicht sollten wir da auch mal einen Auftrag annehmen. Herr Bär, haben Sie irgendwo einen Betonauftrag gesehen? Beartong, meine lieben Freunde. Beartong. Oh, Schlacke ist auch am Start. Ja, das können wir jetzt aber wirklich mal. Da kriegen wir zwar grüne Forschung,
Aber egal. Hier, mach mal da den Flugkontrollzentrum, genau. Und dann machen sie mal zwei große Kapseln mit Schlacke voll, würde ich sagen. Hier, genau. Können sie machen hier. Senden und noch einmal. Oder hatte ich gerade fast exakt die richtige Menge gehabt? Ne, warte, eine kleine noch. Die müsste reichen. Jawohl, so, das kann mal nacheinander hier mal jetzt abgearbeitet werden. Aber da müssen wir. Ja, genau, das war schon richtig viel wert. War schon alles richtig, wie das gemacht hast. Guck, da kommt die Schlacke rein. Das ist gut, dann werden wir die los, nicht wahr? Weil die staut sich ja irgendwann auch ganz schön. Zumindest 1000 Stück werden wir los. Jetzt schaffen die da echt. Egal. Schaffen die jetzt echt wieder die Drohnen dahin. Guck mal, mit dem schnellen Förderband geht das so schnell mit der Schlacke. Nicht schlecht. Im Grunde eigentlich, wenn man das richtig schnell abwickeln will, diese Schlackeaufträge, die ja eigentlich unbefristet sind, da kommt es ja gar nicht an auf die Zeit, kann man eigentlich ein ganzes Flugkontrollzentrum nur für die Schlackeaufträge machen, indem man einfach vier Bänder mit Schlacke einfach anschließt. Dann wird man das Zeug so schnell los. Aber da hat man halt auch nichts anderes an dem Flugkontrollzentrum dran, ne? So ist das dann halt. Guck mal, das sieht aber sehr gut aus jetzt. Da haben wir schon direkt den Auftrag durch. Betonauftrag. Weil wir hatten ja. Was haben wir eigentlich hier alles eingelagert jetzt? Achso, da ist ja gar kein Beton. Beton ist, läuft ja hier drüber, stimmt. Beton läuft ja. Und aua, da ist ja auch Treibstoff, genau. Da müssen wir das mal machen dann. Aber erst, wenn der hier fertig ist. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt ausschalten kann schon. Ah, ist noch nicht fertig, okay. Ja, ich muss ja den wieder ausschalten und den anzumachen. Wenn ich jetzt den ausschalte, wenn ich den anmachen muss. Aber wir können schon mal gucken, ob es einen Auftrag gibt eigentlich für Beton. Er hier hat einen Betonauftrag, ja gut. Das ist jetzt aber ungünstig, weil man nur einen mit nur Beton hätte ich gern, wenn das irgendwie geht. Auch kann auch von mir aus mal ein größerer sein, weiß ich nicht, so mit 2000 oder so. Das wäre eigentlich ganz geil. Aber wahrscheinlich gibt es wieder keinen, weil immer wenn ich einen brauche, gibt es keinen. 3000, yes! Construction Boom. Akzeptieren. So. Da müssen wir aber trotzdem erstmal warten, bis der Schlackerauftrag jetzt durch ist, sonst können wir da das Ding nicht deaktivieren da. Weil das müssen wir nämlich dann hier über das Pad hier machen, weil da nämlich der Beton angeschlossen ist. Gut, Schlacke, das dauert ja nicht lange. Easy going in the hood. Das ist eben das Blöde. Man kann eben der Kapsel nicht sagen, lande konkret auf dem einen Pad, was da mit dem Beton angeschlossen ist. Der macht dann nämlich sonst irgendwas an der Stelle. Also der macht irgendein Pad dann. Und das ist halt das Problem, deswegen muss ich das ausschalten, das anmachen. Es ist sehr ärgerlich. Es ist durch. Direktor, die Baustelle ist bereit für die Montage des Lasersystems. Nice. Okay, wir haben Stufe 3. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Das ist abgeschlossen. Wir müssen jetzt das ausschalten und das wieder anschalten. Genau, und jetzt müssen wir beim Auftrag sagen: Senden, Flugkontrollzentrum, nimm eine große Kapsel. Uiuiui, da brauchen wir einige Kapseln. Da brauchen wir einige. Ganz schön einkapseln müssen wir uns da jetzt. Und das Blöde ist auch immer, man hat leider immer diesen blöden Schieberegler. Da hat auch einer hier geschrieben, ja, er fühlt mein Schmerz mit dem Schieberegler, ja. Es ist halt echt bescheuert mit dem Schieberegler, aber so ist es halt. So, jetzt ist das aus, das an. Genau, dann kann nämlich da jetzt das Ding rein. Und jetzt müssen wir mal Cookie-Lookie machen. Cookie-Lookie hier bei dem. Aui, jetzt müssen wir 2000 Kohle bei da und hast aber da aber. Und 2450 von den modularen Rahmen. Okay, gut. Wer hat Leerlauf? Der hat Leerlauf. Dann darfst du jetzt mal das machen. Midi-Auftrag. Du darfst dich voll machen. Auch wenn du nicht voll bist, darfst du dich voll machen. Und darfst senden, genau. So, und der andere, der jetzt nichts zu tun hat, der darf zurückfahren. Zurück zur Basis. Okay, also wir sehen, wir müssen quersubventionieren. Das ist eindeutig nicht genug, was wir da haben. Lass mal ablaufen. Jetzt müsste das Ding hier landen, genau. Wie viel Beton ist hier drin? 2000 Einheiten und 3000 Einheiten haben wir angefragt. Auf dem Band sind aber auch noch Einheiten. Das heißt, die 3000 Einheiten, die hier rein müssen, sind hier schon auf dem Band und in dem Lager. Insgesamt 3000 Einheiten sind aber noch nicht zu sehen, dass da 3000 Einheiten drin sind, weil ein paar tausend Einheiten sind noch auf dem Band und die rutschen noch nach. Haben wir alle begriffen, ja, haben wir alle verstanden, wie das abläuft hier. Es läuft übers Band und dann läuft es rein. Und wenn es reingelaufen ist, dann ist alles drin, was rein muss. So, jetzt müssen wir schauen. Spielbär hat nicht unterkalkuliert. Oder, ja, er hat sich verkalkuliert, als er unterkalkuliert hat. Weil wir haben nämlich nicht genug Rahmen. Wir haben nicht ansatzweise genug. Das sind ja, wie viel? 2000 oder so? Müssen wir mal nachgucken. 2400. 2400. Aber die Dinger haben wir. Das ist sehr schön.
Das haben wir leider jetzt auch nicht. Wie viel haben wir denn da jetzt eigentlich? Bei denen. Bei denen haben wir auch nicht genug. Doch, haben wir. Da habe ich ein zweites. Okay, die haben wir sogar ausreichend tatsächlich, die Teile. Die hier müssen, glaube ich, erstmal wieder sich aufstauen jetzt. Zur Not müssen wir halt welche einkaufen noch. Wobei wir ja hier auch noch die Dinger steigern können. Hier, die Vorprodukte. Die Anlagen selber können wir leider nicht steigern. Die Kohlefaserfabriken. Die haben auch kein Materialgrad. Warum haben die kein Material? Was ist da los? Haben sie jetzt, die Drohnen jetzt schon das ganze Biomassezeug da reingestopft? Ja, haben sie anscheinend. Okay. Gut, dann ist das hier jetzt die Hoffnung, die wir haben. Dann müssen wir hier mal die Dinger jetzt boosten auch. Also die müssen jetzt proprietär geboostet werden. Das muss alles proprietär jetzt geboostet werden. Genauso auch hier die Farmen, genau. Wir brauchen Biomasse, genau. Nächste Stufe nochmal Rahmen. Nochmal Rahmen, ach du meine Güte, okay. Ja gut, da müssen wir welche kaufen, aber wir haben ja jetzt Geld. Da können wir gleich mal welche kaufen eigentlich, weil wir haben eh nicht genug. In den Markt, meine lieben Freunde, gehen wir rein. Oh, natürlich sind die teuer jetzt, natürlich. Natürlich, ich sage, ja, ist ja, ist ja. Wie viel können wir uns leisten? Wir können uns einen ganzen Sack voll leisten. 150, das ist schon mal gut. Kaufen. Da müssen wir jetzt Chips exportieren. Das ist jetzt der Plan. Und Rahmen importieren. Wir müssen auf Trayer nehmen. Mikrochips. Hier haben wir schon mal welche, aber da gibt es also auf dem Mond. Nee, das machen wir nicht. Alles, was auf dem Mond ist, fällt jetzt aus, wegen ist nicht. Die Dinger dürfen wir jetzt nicht verkaufen. Die werden gebraucht. Ich meine, ja, so 13 von den Teilen. Ach komm, was soll denn der Geiz? Das wird uns jetzt nicht umbringen, wenn wir da mal 13 raushauen. Jetzt habe ich die größere Kapsel genommen. Egal, habe ich meine Marge reduziert gerade. Zwursch, zwursch. Die gibt es leider nur Forschung von der Frau. Die hat kein Geld mehr. Wir haben hier das ganze Geld abgenommen. Ich brauche Kohlen. Was ist mit die Kohlen? Hier mal so ein Mikro. Ja, das ist auch grüne Forschung. Brauchen wir alles nicht jetzt. Ja, wobei. Ja, also viele. Ja. Hier, das können wir machen. Von mir aus auch über eine Plattform. Werden wir unten den Stahl nämlich auch wieder ein bisschen los. Nimm mal hier so eine. So eine Grosses Capsules. Haben wir wunderbar erledigt. Oi, die Kontrakte sind aber ganz schön zeitnah zu erledigen. Warte mal, Kraftstofffabrik-Upgrade können wir auch gleich mal installieren. Eigentlich kriegen wir schneller Kraftstoff, können wir schneller was exportieren, nicht wahr? Ist doch eine gute Idee. Kontrakt abgeschlossen, 120.000, nice. War das jetzt der Betonauftrag? Ich glaube, ja. Das war, glaube ich, der, oder? Nee, war nicht der Betonauftrag. Das ist der Betonauftrag, ja genau. Aber da wird ja eigentlich permanent reingefädelt. Jetzt stellt euch mal vor, das hätten die Drohnen machen müssen, ey. Rahmen herstellen geht an zwei verschiedenen Maschinen. Echt? Hat es nicht andere Komponenten gebraucht irgendwie bei der einen Maschine? Ja genau, da braucht es Beton und Platten und hier braucht es was nochmal? Silizium, da könnten wir die Platten ersetzen. Silizium, Stahl und... Ja, wir hätten mehr Stahl als... Ja, wäre eigentlich schlauer, das da drin zu machen tatsächlich. Weil wir ja so viel Beton haben eigentlich, ne? Aber jetzt rutscht ja auch wieder was nach, weil wir jetzt da auch was verkauft haben. Ja, ja, das ist der, immer noch. Okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt, 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 jetzt. Der müsste jetzt durch sein. Und dann haben wir wieder, jawohl, 141.000. Das sind gute Aufträge, aber muss man mal sagen, die der Spielwehr hier absolviert. Vielleicht doch mal wieder ein bisschen Alu. Da müssen wir aber die andere Plattform nehmen. Da hätte ich gerne eine größere Menge vielleicht. Hier sowas. Ach, 1000 Forschung. Hier mit ihrer Forschung, wie sie mich immer bestechen wollen mit Forschung. Wir brauchen ganz viel an... Hier, das können wir machen. Filters. Raus damit, genau. Geld brauchen wir. Warten auf Transport. Wo ist er denn, der Transport? Der ist auf dem Weg. Es war mal der hier, ne? Den haben wir beauftragt, ich glaube, ja. So, mal gucken, wie ist denn der Preis für die Rahmengrad? Ist der zufällig gerade passend? Der steigt ins Unermessliche. Der steigt und steigt. Ja, wir können so uns leisten noch eine Fuhre. Aber ich meine, wenn wir jetzt vielleicht eine kleine Idee noch warten. Ich meine, 150. Dann hätten wir jetzt schon... Wenn wir das jetzt noch kaufen, hätten wir schon 300 Rahmen gekauft. Und wir brauchen ja 2400. Ach, komm, was soll's. Hau rein. Ist egal. Wir müssen jetzt wirklich exportieren, bis die Schwarte knackt. Rahmen kaufen, bis die Schwarte knackt. Weil das ist halt unser Nadelöhr jetzt. Das ist unser Nadelöhr. Da müssen wir uns drum kümmern. Construction Boom haben wir hier. Warte mal. 3000 Silizium. Moment, mal ganz kurz Pause machen. Ich will mal gucken, ist das zufällig gerade am Start hier? Nee, leider nicht. Was haben wir hier? 2000 Aluminium ist am Start. Das ist natürlich nice.
Da wäre mal ein solcher Auftrag eigentlich mal sehr gut, wenn wir mal sehr viel Aluminium raushauen könnten. Aber das wollen sie mal alle irgendwie nicht. Aluminium, da sind sie alle etepetete, das wollen sie alle nicht haben. Hier 1000. Okay, warte, da machen wir jetzt einen richtig geilen Move. Passt mal auf, was ich jetzt für einen geilen Move mache. Wir akzeptieren den jetzt. Wir deaktivieren dieses Pad und aktivieren dieses Pad. Wir sperren die Drohnen, dass die da nichts reinliefern. Und wir sagen, du kriegst jetzt über unsere, nicht das, du kriegst das hier über die Landeplatte, über die Kontrollzentrum mit einer entsprechend großen Kapsel, genau. So, keine Komponenten rein. Senden. So, und jetzt stellen wir hier um. Das geht jetzt genau auch über eine schnellere Kapsel über die Landeplattform. Das machen die Drohnen parallel. So machen wir das. Und dann haben wir einen dicken, fetten Auftrag erledigt. Das Aluminium geht automatisch rein und die Drohnen machen jetzt dann nur die Komponenten. Zakabemski, genau. Was war der andere noch? Wie sieht eigentlich inzwischen das Mischverhältnis des Regolith aus? Eine sehr gute Frage. Das wird sogar besser irgendwie. Also, ja, wobei, ist Schlacke jetzt hochgegangen? Wie viel Schlacke-Prozente hatten wir vorher? Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Schlacke jetzt schon bei den Mischungen. Da müssen wir mal, wenn die Rover kommen, wenn die ankommen und liefern, müssen wir mal gucken, was die ausweisen. Oh, wir haben einen Urgent Call. Nee, das können wir nicht machen. Die wollen immer das, was wir für die Kanone auch brauchen. Das gibt es doch nicht. So, das muss jetzt noch volllaufen hier, genau. Jetzt sieht aber alles sehr gut aus, wenn ich das mal sagen darf. Wasting Science Points. Das kann nicht sein. Oh, wir haben ganz schön viel geforscht. Warte. Ja, mach mal hier die Dinger. Da wird doch gar nichts gewastet. Was erzählt die denn? Komisch. So, das ist jetzt durch. Ja, also ihr merkt schon, es wird jetzt ganz schön multitaskig, auch weil wir das ganze Geld jetzt auch brauchen von den Aufträgen für den Kauf der Komponenten, die wir dringend brauchen. So, jetzt kommt gleich hier. Warte, Cargo Unload. Ich will mal ganz kurz gucken. Der hat, oh, jetzt stehen sie wieder da hinten rum und fahren nicht rein. Ah gut, die warten jetzt, dass der da reinfährt. Ja. 41% Schlacke, okay. Das ist jetzt das Ding. Okay, wir müssen pausieren, wir müssen pausieren, wir müssen pausieren. Das Problem müssen wir jetzt lösen. Das ist nämlich ganz schlecht jetzt. Wir haben jetzt anscheinend den Punkt erreicht, wo irgendeiner von denen primär nur noch Schlacke fördert. Titan und seltene Erden war das. Eine Stelle mit Titan und seltenen Erden. Da muss man immer so hin und her wechseln und dann gucken, wo ist eine günstige Stelle. Ich meine, gut, man könnte jetzt auch sagen, man guckt vielleicht noch mal woanders, wo noch Titan und vielleicht noch was anderes ist, wo sich was überschneidet. Hier unten überschneidet sich Titan und Eisen und Silizium auch. Das wäre natürlich auch eine schöne Stelle. Dann fahr doch mal hier hin und fahr da mal. Haben wir noch irgendeinen jetzt, wo jetzt viel Schlacke drin ist? Der hier noch nicht. Der hier auch noch nicht. Okay. Das müssen wir auf dem Zettel behalten, wie gesagt. Das ist ganz wichtig. Der fährt ja jetzt auch hin, oder? Der macht das jetzt. Gut. Und der andere, der LKW, der fährt ja dann einfach zu ihm. Auch wenn der jetzt die Position ändert. Der müsste dem folgen einfach. Oh, 600.000. Jawohl, da war 800.000 jetzt. Nice, hervorragend. Wasting Science Points. Welche Science Points wasten wir jetzt? Nee, das sieht nur so aus. Das ist blaue Forschung. Okay, ja, alles gut. Das habe ich nicht gesehen. Wir haben, glaube ich, nichts mehr, wo grüne Forschung gebraucht wird. Das ist auch noch nützlich. Returns 100% of Credits. Das ist die Forschung, wo man 100% der Credits zurückbekommt, wenn man irgendwas abreißt. Genau, das war das. Oh, die ist eigentlich voll wichtig. Okay, die müssen wir unbedingt noch machen. Warte mal, schiebt die mal gleich nach oben noch. Die ist noch wichtiger als das mit den Pilzen da. Uiuiui. Meine lieben Freunde, ich sag's euch. Man muss wirklich alles. Es ist so das Ding, es wird dann immer multitaskiger und dieser Auftrag mit dem Laser. Mit dem Mondlaser, der macht es nicht einfacher, ich sag's euch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, das hier müsste gerade so reichen. Das hier ist vielleicht jetzt ein bisschen zu wenig am Start. Das reicht li locker und dicke. Das, ja, so zum Teil. So 800 müssten wir da, also knapp die Hälfte müssten wir davon jetzt haben, von den Teilen. Wenn Adam Riese mich jetzt nicht sehr täuscht. Ich will mal ganz kurz nochmal hier gucken bei den Kohlefaserdingern. Ah, da müsste jetzt die Produktion aber schon stabiler laufen, weil wir jetzt mehr Zufuhr hier gemacht haben noch. Sollte eigentlich passen jetzt. Ja, und hier müssen wir dann mal gucken, wie es hier aussieht. Ein Überschuss ist auf jeden Fall gegeben bei den ganzen Sachen. Also die Frage ist, wie lange dauert es, das voll zu machen? Und müssen wir das vielleicht nochmal einkaufen, was wir da jetzt am Start haben, genau.
Guck mal, da kommen auch noch Rahmen auch noch zusammen hier. Das sieht eigentlich gut aus. Ich kann ja gleich direkt nochmal welche kaufen eigentlich, wenn wir schon mal davon sprechen. Auch wenn der Preis halt gigantisch hoch ist. Nochmal 150 kaufen ist doch keine so schlechte Idee. 455.000, die Hälfte des Geldes, was wir jetzt haben, ist schon hart. Ist schon ein bisschen hart. Dafür können wir es direkt in der Nähe absetzen. Ist doch schön. Gucke mal. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Die sind noch 53 sind noch drin. 150. Das sind dann 203. Ja. Und unten sind auch noch mal so ungefähr 200 gewesen jetzt. Ja, ein bisschen, also die Hälfte. Wir haben die Hälfte von den Rahmen. Die Hälfte der Rahmen, das ist natürlich eine ganz schöne Rahmenbedingung hier. So, wir müssen weiter Aufträge machen. Aufträge machen, Aufträge machen, Aufträge machen, bis es uns aus die Öres rauskommt. So. Und dann, da müssen wir jetzt wieder unser Dingsi hier machen, weil wir haben den Treibstoff, nämlich, den haben wir nämlich auch schon hier dran. Dann machen wir das an. Das ist aus, genau, weil jetzt hat er da angeblich keinen Strom. Er lügt dreckig ins Gesicht. Er hat nämlich eigentlich Strom, genau, so, schicki bam. Und dann, ja, da brauchen wir die große. Oder nee, wir nehmen einfach zwei kleine, genau. So, 6000, wunderbar. Dann nehmen wir das Flugkontrollzentrum und gib ihm. Und dann gleich noch ein Ding. Und gib ihm, genau, hervorragend. Und da müsste das jetzt hier drüber laufen. Treibstoff ist hier drin. Wird auch direkt reingefädelt. Ist jetzt halt die Frage, müsste eigentlich passen. Ja, es müsste locker passen eigentlich. Dann ist der Treibstoff nämlich auch weg. Genau, ich kann gleich wieder abheben. Sehr schön. Ist gleich sofort direkt fertig. Wunder nice, so muss das sein, so muss das sein. Gleich ausverkauft die Rahmen, dann musst du neu laden. Warum muss ich neu laden, wenn die Rahmen ausverkauft sind? Wie meinst du das? Kannst du das mal bitte etwas genauer erklären? Das wäre sehr gut. Rahmen herstellen geht an zwei verschiedene. Das habe ich schon gelesen, genau. Wie meinst du das mit gleich ausverkaufen? Weil da nicht mehr genug drin ist und da muss ich neu laden, damit das wieder voll ist, oder was? Muss ich dann speichern und neu laden, damit das Angebot sich da wieder auffüllt, oder wie, oder was? Genauer bitte nochmal. Habe ich jetzt nicht verstanden. Richtig, okay. Also ich, okay, das müssen wir dann machen. Ja gut, das können wir ja dann immer noch machen, wenn es, ne? Es läuft ja nicht weg. So, warte, wir brauchen, genau, Auftrag ist durch. 112.000, genau, Next Auftrag. 1000 Beton haben wir hier, das ist natürlich nice. Aber in Kombination mit grüner Forschung leider etwas überflüssig, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne wieder einen reinen Betonauftrag, für den es nur Geld gibt. Oder wir nehmen hier sowas. Ach, ist immer so viel Forschung mit dabei. Gib mir lieber das Geld. Ja, ich brauche doch die Kohlen, Mann. Ihr könnt mir doch die Kohlen nicht vorenthalten. Was soll denn das, Mann? Was soll denn das? Oder hier, das ist gut, das ist gut. Das ist ganz ausgezeichnet. Das passt auch direkt, aber das machen wir nicht ins Kontrollzentrum, sondern auf der Landeplattform, genau. Genau, dann haben wir schon fast wieder so viel Geld zusammen, wie wir brauchen, um nochmal die Rahmen zu kaufen. Wie viel von dem Zeug haben wir? 3000? Okay. Dann können wir das hier auch gleich noch machen. So, das machen wir jetzt mal so. Das machen wir mal über eine Plattform jetzt. Also über eine normale, auch wenn das jetzt sehr lange dauern wird. Ist aber egal. Nimm mal eine große hier. Ja, wobei. Warte kurz. Wie viel Silizium ist eingelagert in dem Lager hier? 1200. Und wie viel hat er angefragt jetzt? 1400. Ja, dann kriegen wir das hin, oder? Über das Lager. Das müsste gehen eigentlich. Warte. Ressourcen senden. Ah, da muss ich wieder den anderen ausschalten. Moment. Das Flugkontrollzentrum und den Rest, den kannst du mal in einer schnellen Kapsel machen. Ne, da braucht man nur eine normale tatsächlich. In einer Landeplattform, hervorragend. Wenn sie jetzt diese Aufträge schnell abarbeiten können, dann sieht das sehr gut aus. Warum fällt denn hier so viel aus? Was ist denn da los? Kommen hier nicht hinterher mit der Reparatur, die Drohnen. Meine ganze Regolithverarbeitung hat gerade stillgestanden. Ich glaube, es hakt. Ich muss da echt die Prios hochdrehen hier bei den Raffinerien. Sonst kommen sie nicht dazu, die zu reparieren. Und das ist ganz schlecht, wenn sie das nicht machen. Weil wir die Prio hier bei den anderen Sachen, glaube ich, hingepackt hatten. Dann kommt ja gar nichts mehr rein. Das ist ja ganz ungünstig, ey.
Da gab es gerade einen Mischbetonauftrag für 1 Million. Ja, aber das sind 10.000. Wie viel haben wir denn gerade? Wir haben 5.000. Ja, gut. Wenn der unbefristet ist, haben wir den zufällig noch auf der Uhr irgendwo? Ja, da darf halt auch nichts anderes dabei sein. Du meinst das hier, wa? Ja, das ist 120 Tage. Ja, gut, ich meine, das ist eine sehr lange Zeit. Die Frage ist halt, brauchen wir den Beton dann selber noch in der Zeit für irgendwas anderes? Und haben wir dann genug. Ich meine, Platten würden gehen wahrscheinlich. Warte mal. Platten haben wir auch nicht genug. Der wäre ganz geil, wenn die Platten nicht dabei wären. Und vielleicht die Hälfte davon. Das können wir nicht machen. Es geht in die Richtung. Hier, sowas, das ist gut. Ersport die Family. Das ist sehr schön. Bringt jetzt zwar nicht so viel Geld, aber es ist reiner Beton, genau. Da müssen wir dann aber trotzdem gucken. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass der hier jetzt frei wird. Ich muss das wieder abschalten. Oder nee, warte mal, wenn der jetzt. Nee, stimmt, warte mal, der ist eh durch. Wenn das voll ist, ist der eh durch. Das heißt, ich kann das hier jetzt anmachen. Und kann ihm sagen, sende die Ressourcen in einer großen Frachtkapsel, ja. Das ist jetzt echt so ein krasser Management-Spaß. Das hast du nicht für möglich erhalten. Hier, so, und dann kann ich das so machen, ja. Ha! Da muss ich jetzt natürlich aufpassen, wenn die andere jetzt schneller fertig wird. Wir warten mal noch ganz kurz mit der letzten. Der soll erstmal nur die eine voll machen und die andere. Wenn die jetzt schneller fertig ist und er dann da drüben landet, dann müssen sie den Beton nämlich dahin schaffen. Ich meine, ja gut, das könnte man mit Drohnen dann auch machen. Ist ja keine so große Menge, aber trotzdem. Okay, das wird nichts, glaube ich. Das muss eh noch eine Weile warten, bis er hier alles voll hat. Da müssen wir auch sagen, die Drohnen müssen das machen, weil das geht, glaube ich, jetzt zu lange. Das braucht zu lange, sonst müssen die Drohnen von unten holen. Unten waren, glaube ich, noch Siliziumlager, die voll sind. Da werden die auch mal leer gemacht. Manchmal macht man da richtig Gewinn. Das stimmt. Man muss genug Zeit haben, um dann die Mengen auch anzuschaffen. So, wenn der jetzt mal schnell losfliegen würde hier, dann könnte ich jetzt die zweite Kapsel direkt noch hinterherlegen, bevor das hier jetzt auch abhebt. So, jetzt machen wir die zweite noch schnell hinterher. Senden, das ist ja eine Standard. Genau, so. Und dann müsste die jetzt eigentlich da landen, weil die ist noch besetzt. Okay, hat funktioniert. So muss man halt das hin und her jonglieren, damit man nicht dann das auf der falschen stehen hat. Und, weil man eben nicht sagen kann, lande konkret auf der einen. Du musst es immer anschalten oder abschalten oder gucken, ob da schon eine steht und nicht. Es ist halt leider ein bisschen blöd. Egal, sind beide gleichzeitig fertig sogar. Ich werde wahnsinnig. 194.000 und 46.000. 850.000. Wie viel Rahmen haben wir? 1.300. Jetzt haben wir hier eine Gesamtübersicht. Wir haben 600 Kohlefasern. Die Sachen hier sind voll. Der Wahnsinn. Nanoröhren sind voll. Okay, wir müssen uns auf Kohlefasern kondensieren und auf Rahmen. Das wird beides parallel auch noch produziert. So ist es nicht. Also da wird parallel auch immer noch was gemacht. Ich will mir das kurz angucken, wie da der Stand jetzt ist hier unten. Das ist voll, das läuft dann auch voll entsprechend. Genau, und hier kommt auch immer was rein, genau. Also bei Kohlefasern würde ich es fast drauf anlegen, die gar nicht erst einzukaufen, weil das könnte sein, dass es über die Zeit sogar reicht. Was länger braucht, sind immer die Rahmen. Das heißt, die Rahmen müssen wir auf jeden Fall einkaufen. Kohlefasern wären natürlich günstiger, aber die Rahmen brauchen halt länger, um produziert zu werden. Damit es zeitlich aufgeht, müssen wir die Rahmen einkaufen. Das heißt, wir kaufen gleich direkt Rahmen ein. Ah ja, stimmt, genau. Das war ja der Punkt. Jetzt ist das Ding leer, genau. Alter, der Preis. Da müssen wir jetzt speichern und laden. Genau, da können wir vielleicht noch mal schnell, ja, die Folge an der Stelle beenden, würde ich sagen. Und in der nächsten Episode, also ich werde jetzt am Ende der Aufnahme, werde ich dann speichern, noch mal laden, dass wir dann hier noch mal drin sind. Hoffentlich dann auch ohne Transportbug, weil das ist ja dann wieder das nächste Problem, was ja wieder auftreten kann, dass dann wieder der Transportbug auftritt und meine Rover nicht entladen werden. Wieso die Rahmenproduktion nicht erhöhen? Weil wir dann wieder sehr viele Aluplatten verbrauchen und wir könnten sie sowieso nicht so hoch steigern, wie wir es bräuchten eigentlich. Also, ob ich jetzt eine Fabrik da mehr oder weniger hinstelle, würde jetzt keinen wahnsinnig großen Unterschied machen, weil wir ja schon 4 oder 5 Anlagen haben tatsächlich. Aber ja, könnte man machen, man könnte es machen durchaus. Aber es würde keinen großen Unterschied jetzt ausmachen. Es würde jetzt schlauer sein, noch schneller Aufträge zu machen, noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr einzukaufen, dann würden wir es schneller bekommen. Verstehst du? Weil wir die anderen Sachen ja schneller produzieren. Wir tauschen Material, was wir nicht brauchen, auch vielleicht für den Laser, gegen Geld. Und dieses Geld tauschen wir gegen die Rahmen. Es geht schneller, als wenn wir versuchen, jetzt die Produktion hochzufahren.
Und an dieser Stelle endet diese Folge The Crust. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Crust, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielware mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr könnt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis unterstützen. Das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.